Einsatz, im militärischen Einsatz. Sie haben das Fahrzeug als Wolf im Einsatz. Hier haben wir als allererstes ein G280 LAPV Light Armored Patrol Vehicle. Geländewagen zeichnet sich natürlich aus durch seine Agilität, durch seine Flexibilität, durch seine Schnelligkeit und natürlich durch seine Robustheit und Qualität. Dieses erste Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 6,1 Tonnen, kann nach Standard 45, 69 geschützt werden. Und wir werden jetzt zeigen, was man für sich aus dem Bild, was man natürlich auch mit Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit machen kann. Das zweite Fahrzeug hier ist natürlich ein MRV, ein Multi-Role-Vehicle. Wir haben ein Fahrzeug weiterentwickelt, wurde dieses Fahrzeug auf der Basis des Vorgängerfahrzeugs. Ein Fahrzeug für schnelle Einsatzkräfte, extrem hohe Grundfreiheit, Portalachse, Schraubenträgern und einem leistungsstarken 3 Liter Dieselmotor. Dieses Fahrzeug dann nach oben geht. Diese Plattform ist natürlich vollkommen variabel, in verschiedenen Ausführungen erhältlich, hat einen Minenschutz und hat natürlich, ist jetzt hier in diesem Fall ausgelegt für 6 Personen. Das heißt, wir haben einen Schutz nach vorne, wir haben Schutz auf die Seite und Schutz nach hinten. 70%, kein Problem. Auch mit 6,1 Tonnen Portalachsen ist es möglich, große 60-70 Zentimeter Tiefe durch das Konstruktionsprinzip ein Leiterrahmen ist, der stabil ist, den gesamten Aufbau hält. Wir haben auch die entsprechende Rollstuhllüse noch dazu, dann passt das Ganze. Auch hier fahren wir über Baumstämme, die 40, 50 cm hoch sind. Sie merken, das ist alles extrem rutschig, die Reifen sind nass. Aber natürlich mit Allradsperre, und das gilt auch hier, haben wir 100%ige Sperren an vorderen und hinteren Achse, ist das Ganze möglich. Fahrzeuge können ausgerüstet werden mit Reifendruckregelanlage, aber mit 3,1 Tonnen geht es natürlich bei 30 Grad noch ein bisschen einfacher. Vorteil ist natürlich bei dem leichten Fahrzeug, dass wir das Ganze extrem leicht luftverladbar haben und natürlich dann